Hallo zusammen. Der Titel des Videos wird euch wahrscheinlich krass reinbaiten, aber es ist actually, es ist einfach wahr. Ja. Wer kennt es nicht? Oder wer hat es nicht? Trainingscamp 11 Folge Bammert. Bei mir ist es jetzt schon weniger geworden, weil ich diesen Trick angewendet habe. Aber ich kenne andere Leute, die haben hier 30.000 Ausbildungen drin oder was weiß ich. Und das ist ja an und für sich ja nicht schlecht, ewig lang hier zu produzieren, aber es macht es ja nicht schneller. Ja? Man kann natürlich mit Nahrung hin und her jonglieren mit dem Trainingscamp 20. Da kriegt man, nehmen wir mal an, ich mache das hier rein und dann nehme ich es wieder raus drüben. Aber das geht nur, solange Nahrung da ist. Und alles, wenn man jongliert, Nahrung ist immer ein Problem. Irgendwann wird das Trainingscamp 11 immer voller und voller und voller. Und es gibt eine Variante, da natürlich die Nahrung rauszubekommen, indem man da rausnimmt und dann hier reinstampft, ja. Weil hier in der Heldenakademie bekommt ihr die Sachen hier mit Eisen rein. Das heißt, ihr könnt 150 Rekruten rausnehmen, bekommt für die 150 Rekruten, was 75 Mal Trainingscamp 11 entspricht, die Nahrung raus und packt hier dafür Eisen rein. Problem ist Schwertschneiden. Also zumindest ist in meinem Fall so, bei den meisten Leuten wahrscheinlich auch. Und auch hohe Stiefel, weil irgendwann ist diese Ressource am Ende. Und dann, ja, dann stapelt sich dieses Trainingscamp 11 bis zum Get-No, bis zu Forever. Und ihr kriegt die Nahrung, die hier drinne hockt, nicht mehr raus. Also nicht ohne die Umwandelmöglichkeiten. Und das hat jetzt ein Ende. Ja. So wie ich das mitbekommen habe, ein paar Leute in der Community wissen das schon, aber ich habe noch nie ein Video darüber gesehen, deswegen mache ich das jetzt mal highlife. Und zwar, das Problem ist einfach mal, ihr müsst die Rekruten irgendwie loswerden, ohne die Nahrung zu verlieren. Und das geht folgendermaßen. Ihr habt ja die Möglichkeit, hier ein fortgeschrittenes Haus zu bauen. Und das braucht ihr. Idealerweise auf Stufe 10, weil da habt ihr, geht es am schnellsten. Und wenn ihr es auf Stufe 10 habt, ja, okay, ich kann jetzt hier nicht einsammeln. Wenn ihr es auf Stufe 10 habt, und eure Rekruten voll sind, 352, wandelt das einfach zurück. Ja, komm, weg damit. Dann seht ihr hier oben rechts 294. Okay, das sind 58 Rekruten weniger, was 9 und, ja, wo, was da passiert. Und wenn ich jetzt das wieder baue, stackt das nicht wieder hoch. In dem Moment kann ich hier wieder 29 Mal das Ganze machen. Und das kann ich ewig lang wiederholen, solange ich natürlich da oben. Na gut, jetzt kann ich es natürlich nicht machen. Ich muss jetzt erstmal wieder bauen. Jetzt springt das gleich wieder hoch. 352, wenn ich den nächsten Bau anstoße. Zack. Und jetzt kann ich wieder rausnehmen. Und bekomme Nahrung und ich bekomme, weil ich 29, also 58 Truppen jeweils hier vernichte, lösche, kann man es sogar nennen, und bekomme ich für 29 Tage, nicht für 29 Tage, für 29 Mal hier oben das Ganze raus. Und ich habe mal ein bisschen mir die Mathematik dazu angeschaut, dass ihr so einen Gedanken habt, wie das aussieht. Ich lasse es jetzt einfach mal, ich zeige euch das nicht weiter. Also, was passieren muss, damit ihr einmal hin und her macht? Das Ding muss zweimal jeweils 10 Sekunden laufen. Ja? 10 Sekunden, ihr macht dazwischen ein, zwei Klicks. Und wenn ihr es halt zurücksetzt, beziehungsweise wenn ihr es wieder baut, so wie ich jetzt, währenddessen könnt ihr schon hier wieder die Rekruten rausschöpfen und dadurch auch die Nahrung bekommen. Das heißt, ihr braucht zweimal 10 Sekunden plus die paar Klicks dazwischen. Wenn ihr langsam seid, was weiß ich, 29, 30 Sekunden, das geht natürlich auch schneller, aber ihr bekommt 58 Rekruten und 29
1000 Nahrung da raus. Und nehmen wir mal an, ihr braucht 29 Sekunden. Dann habt ihr in 29 Sekunden 29.000 Nahrung, die ihr einfach so rausbekommt. Und wenn man hier mal die Mathematik weiter betreibt, geben wir mal grob von 30 Sekunden aus, weil sich das einfacher rechnet. Also einmal TC11, ja, einmal TC11 kostet, beziehungsweise bringt, also kostet 1000 Nahrung und 2 Rekruten und dauert 2 Stunden in dem in dem Ausbildungslager 11, sorry, verklickt, in dem da. Und bei einem Tag, was da drin ist, ihr seht bei mir 360 Tage, bei einem Tag sind das jetzt 12 Ausbildungen, was 12.000 Nahrung entspricht, was 24 Rekruten entspricht. Wenn ihr quasi das Haus weg und hin und weg macht, sind es 58 Rekruten, was 29 Ausbildungen und 29.000 Nahrung entspricht. Bei dem Thema waren wir schon, das sind 2 Tage, 10 Stunden. Wenn man das jetzt alles hochrechnet, ja, um 100 Tage, ich hab über 300 Tage, um 100 Tage dort rauszunehmen, braucht ihr, braucht ihr circa 1200 Sekunden, weil ein Tag sind 24 jetzt bin ich komplett raus. Ein Tag sind 12.000 Nahrung und in dem Moment auch 12 Sekunden. So ungefähr hat man ja die Faustregel. Und das einfach mal 100, haben wir 1200 Sekunden, was 20 Minuten entspricht. Also ihr braucht ungefähr 20 Minuten, um 100 Tage wegzumachen. Und in dem Zeitraum bekommt ihr 1,2 Millionen Nahrung. Natürlich könnt ihr das nicht endlos machen, sondern nur so lange, bis euer Ausbildungslager 11 leer ist. Aber ich sag mal so, ich überschlage mal grob, was ich da drin jetzt zu lungern habe. Das sind über 4 Millionen Nahrung, die einfach nur durch Rekruten blockiert sind. Ja, kann man rausnehmen, kann man machen. Ja, und dafür bräuchte ich wahrscheinlich ja, knapp über eine Stunde Zeit, wenn ich das permanent einfach nur umwandle, nochmal umwandle, wieder Rekruten rausnehmen. Beziehungsweise ja, Rekruten und Nahrung rausnehmen und dann wieder umwandeln, umwandeln. Zack, zack, zack. Und so weiter und so fort. Ihr könnt pro Sekunde in dem Moment 1000 Nahrung produzieren, solange wie TC11 nicht leer ist. Ich hoffe, das war genug Erklärung und nicht zu kompliziert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein. Bis denn. Ciao, ciao.